Rufe nochmal den Punkt 12.1 auf, Verkauf von Grundstücken an Dresdner Genossenschaften. Hier liegt ein interfraktioneller Ersetzungsantrag vor, den ich zunächst bitte einzubringen. Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Vorlage 0664/15 fragte uns die Verwaltung, ob wir die Zustimmung erteilen zu dem Verkauf von insgesamt 8 Grundstücken mit einer Gesamtquadratmeterzahl von 23.000 Quadratmetern an die Dresdner Wohnungsbaugesellschaften. Die Verwaltung sagt uns nicht, unter welchen Prämissen dies passieren sollte, was also praktisch im öffentlichen Interesse an diesem Verkauf liegen sollte. Wir haben intensiv in den Beratungen, in den Ausschüssen darüber diskutiert, ob die Wohnungsbauvorhaben, die uns dort signalisiert wurden von den Wohnungsbaugenossenschaften, mit den realen Bedarfen, die gegenwärtig in Dresden offenkundig sind, nämlich sozialen Wohnraum zu schaffen, in Einklang zu bringen sind. So wichtig wir die Aktivitäten der Dresdner Wohnungsbaugesellschaften finden, muss man in Zeiten, in denen man mit Fug und Recht behaupten kann, dass es zumindest, wenn es um den Bereich sozialen Wohnraum geht, erheblichen Mangel in Dresden gibt, wir fast schon, ich zitiere da meinen Kollegen von der SPD, Herrn Bartels, eine Wohnungsnot droht oder schon festzustellen ist, müssen wir besonders sorgfältig umgehen mit dem Verkauf städtischer Schätze. Und gerade Dresden ist eben nicht im Überfluss im Besitz von Grundstücken, die bebauungsfähig sind. Und so muss geprüft werden, ob dieses öffentliche Eigentum mit den öffentlichen Interessen, die wir zu vertreten haben und zuallererst zu vertreten haben, ein solcher Verkauf in Einklang steht. Wir haben also nicht die Interessen der Investoren zu beachten, sondern die Interessen der Öffentlichkeit. Deshalb bitten wir für den eingebrachten Änderungsantrag um Zustimmung, der nämlich erst einmal diese Grundstücksverkäufe in die richtige Reihenfolge stellt. Wir beantragen nämlich, dass erst sorgfältig geprüft wird, ob eine Bebauung dieser Grundstücke durch eine eigene Wohnungsbaugesellschaft möglich ist, sinnvoll ist. Wir möchten von der Verwaltung hinlängliche Auskunft bis zum 31.03. steht in dem Antrag drin, erhalten, ob diese Grundstücke dazu geeignet sind, unseren Herausforderungen, die wir im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen haben, insoweit zu entsprechen, dass sie eben geeignet sind, sie für solche Einrichtungen zu nutzen. Und erst dann, wenn wir diese Informationen, die uns bisher jedenfalls in den Ausschüssen nicht umfangreich gegeben wurden, erst dann, wenn diese Informationen vorliegen, wollen wir auf der Grundlage dieser Informationen entscheiden, welche, in welchem Umfang also und mit welcher sozialpolitischen Zielstellung städtische Grundstücke auch an die Wohnungsbaugenossenschaften verkauft werden können. Ich bitte Sie also deshalb, im Interesse einer den sozialen Erfordernissen Rechnung tragenden Wohnungspolitik diesem Ersetzungsantrag zuzustimmen. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke, Herr Mattis. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es ist ja in der Zwischenzeit nun kaum noch strittig, wir haben ja auch schon oft darüber geredet, das zentrale Problem, das zentrale sozialpolitische Problem, was wir in Dresden haben, ist die Wohnungssituation, ist der Wohnungsbau. Wir brauchen ganz dringend neue zusätzliche Wohnungen, da führt kein Weg dran vorbei. Und wir können uns auch mittlerweile den Streit sparen, ob wir Wohnungen von einem kommunalen Unternehmen schaffen lassen oder ob wir sie von Wohnungsgenossenschaften schaffen lassen oder vielleicht von privaten Investoren.
ein oder kommt gar nicht mehr in Frage. Wir brauchen alles dreis. Wir brauchen eine städtische kommunale Wohnungsgesellschaft, die kommunale Wohnung errichtet. Wir brauchen genossenschaftliche Wohnungen und wir brauchen natürlich auch zusätzliche Wohnungen von privaten Investoren. Und im Lichte sozusagen dieser Gesamtsituation muss man sich die Vorlage anschauen. Es ist ja nicht so, dass hier Wohnungsgesellschaften, also Wohnungsgenossenschaften an uns herangetreten wären und gesagt hätten, wir wollen ganz dringend benötigte Wohnungen bauen in der niedrigen Preisgruppe, die dringend gebraucht werden als Sozialwohnungen. Und jetzt gefragt hätten, können wir dazu die Grundstücke bekommen? Das war ja gar nicht die Situation, sondern die Situation war, dass jetzt der Finanzbürgermeister in so einer Alles-muss-raus-Mentalität ist und einfach mal die Grundstücke, städtische Grundstücke, den Genossenschaften zum Kauf angeboten hat. Sie haben da überlegt, ich weiß gar nicht, ob überhaupt alle darauf geantwortet haben, aber wenn überhaupt, hatten Sie ein Interesse, Flächenbevorratung zu machen. Also nicht etwa sofort loszubauen, sondern hier Flächenbevorratung zu machen. Das mag zwar aus der Sicht einer Genossenschaft verständlich sein, aber ist natürlich nicht unser prioritäres Anliegen. Unser prioritäres Anliegen ist, so schnell wie möglich Wohnungen zu bauen. Und unter diesem Gesichtspunkt halten wir es für dringend erforderlich, zunächst zu prüfen, können wir diese Flächen selbst bebauen, brauchen wir sie dringend für unseren kommunalen Wohnungsbau. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann tritt natürlich die Variante 2 ein, dann kann man sie natürlich auch Genossenschaften und wenn die kein Interesse haben, auch privaten Investoren zum Kauf anbieten. Aber das ist der zweite Schritt, wir sollten den ersten Schritt zuerst tun und prüfen, können wir die Flächen selbst bebauen, denn die Wohnung brauchen wir ganz dringend. Vielen Dank. Als nächstes wäre die SPD dran, signalisiert erstmal nicht FDP das Wort gewünscht, auch doch. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das hätte ich nicht gedacht, dass es in diesem Stadtrat jetzt sogar schon Vorbehalte gegen Genossenschaften gibt. Ich kann mir, meine Damen und Herren, überhaupt keine gerechtere und bessere Eigentums vorstellen als Genossenschaften. Sie wissen, Genossenschaften, eine sächsische Idee, Schulze-Delitzsch, ein Liberaler im Übrigen, das will man unter... Hier, liebe Grüne, unter immaterielles Weltkulturerbe stellen lassen. Wenn Dresden einen Schatz hat, lieber Herr Schmählich, dann sind es diese Genossenschaften, die nämlich unseren Wohnungsmarkt so hervorragend organisieren und die inzwischen unser größter und vielfältigster Anbieter sind. Viel besser als an diesem wahnwitzigen Plan, eine eigene WOBA, ein eigenes neues Staatsunternehmen zu gründen, wäre es, unsere Genossenschaften zu stärken und mit denen weiter so gut zusammenzuarbeiten, wie wir es ja in den letzten Jahren auch gemacht haben. Ich verstehe genau diese Diskussion überhaupt nicht, Herr Schäuber, schade, dass wir uns im Landtag nie begegnet sind. Das wäre eine richtige Ebene gewesen. Ich bin aber der guten Hoffnung, dass wir uns an irgendeiner ganz anderen Stelle vielleicht mal wiedersehen. Ich befürchte es. Trotz alledem, meine Damen und Herren, die Genossenschaft ist etwas, die in Dresden für unseren Wohnungsmarkt eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Es gibt einen sehr, sehr guten Grund, dass genau diese Grundstücke, die jetzt von der Stadt vorgeschlagen werden, an die Genossenschaften gehen sollen. Denn Sie wissen, genau dort, wo die Grundstücke liegen, sind doch die jeweiligen Genossenschaften aktiv. Es macht absoluten Sinn, das mit denen genau weiterzuentwickeln. Meine Damen und Herren, deswegen natürlich, Ihr Ansehen können wir nicht unterstützen. Und ich wundere mich ernsthaft zutiefst, liebe Genossen und lieber Genosse Schollbach, das hätte ich nicht gedacht. Danke. Wird AfD das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. Dann CDU-Fraktion, Herr Flemming. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Auch wir halten die Vorlage der Stadtverwaltung für sehr sinnvoll und zielführend. Und werden
einer weiteren Vertagung, Verschiebung, Verzögerung nicht zustimmen. Im nächsten Tagesordnungspunkt werden wir die Wohnvorlage der Stadt behandeln. Da gibt es eine Prognose drin, die spricht von einem Bedarf von 700 Wohnungen im Jahr. Inzwischen haben wir erfahren, dass es natürlich auch andere Prognosen gibt, die inzwischen auch unter Berücksichtigung der Situation der unterzubringenden Flüchtlinge von 2000 oder vielleicht mehr Wohnungen ausgehen. Und das heißt doch nichts anderes, als dass wir alle, die Wohnungen bauen können, im Boot haben müssen. Und Herr Mattis, da gebe ich Ihnen an der Stelle das erste Mal recht. Und deshalb kann es doch nicht sein, dass wir uns auf singuläre Einzellösungen fokussieren. Das wären zum einen nicht allein private oder institutionelle Investoren. Das kann aber auch nicht allein eine städtische Wohnungsbaugesellschaft sein, die in ihrer Wirkung sehr begrenzt wäre, die Unmengen an Geld verschlingt, deren erste Wohnung nach meiner Prognose nicht vor 2018 fertig wären. Und deshalb kann es doch nicht die Lösung sein, jetzt alle Grundstücke zu bunkern und in diese Gesellschaft hineinzuschieben, ohne die Partner mitzunehmen, die wir ansonsten in der Wohnungswirtschaft benötigen. Und deshalb ist es sinnvoll, dass die Stadtverwaltung hier den Genossenschaften die Hand entgegenstreckt und sie quasi indirekt auffordert, Wohnungen zu bauen. Und Herr Mattis, da gebe ich Ihnen das zweite Mal recht. Die Genossenschaften haben eigentlich überhaupt nicht das primäre Geschäftsziel, Wohnungen zu bauen. Die haben ihre Bestände, die verwalten die, die machen das Mietermanagement, die werden unterhalten und bewirtschaftet. Und wenn die jetzt aber Wohnungen bauen sollen, dann müssen wir doch sie wenigstens ein klein wenig motivieren. Und da macht die Stadtverwaltung das, was sie darf und kann, unter den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Und sie sagt, wenn ihr wohnungspolitische Ziele verfolgt, dann können wir euch diese Grundstücke zum gutachterlichen Verkehrswert verkaufen und nicht zum eventuell maximal erzielbaren Verkaufswert in einem freien Verkauf. So, und da haben wir dann in den Ausschüssen beispielsweise gehört von Rot-Rot-Grün, oh, wenn die aber jetzt diesen Vorteil kriegen, dann müssen wir Forderungen aufmachen, dann muss die Stadt Belegungsrechte bekommen und dann müssen wir die Mieten begrenzen. Die Linkspartei möchte das am liebsten unter 6,50 Euro. Wissen Sie, meine Damen und Herren, da sitzen die Vorstände der Genossenschaften hinter ihren Schreibtischen und hauen sich lachend auf die Schenkel, wahrscheinlich eher weinend. Ja. Denn das ist gar nicht deren primäres Geschäftsziel, Wohnungen zu bauen. Wir sollten die dazu motivieren, dass die das tun. So, was machen Sie jetzt also mit Ihrem Ergänzungsantrag? Sie schlagen die Hand runter, die Stadt den Genossenschaften hinreicht. Meine Damen und Herren, so sieht keine zielführende Wohnungspolitik aus. So werden wir das Problem des Baus neuer Wohnungen hier nicht lösen. Wenn wir vorankommen wollen, dann stimmen Sie der Vorlage der Stadtverwaltung zu und setzen Sie nicht schon wieder auf Verzögerung, Verhinderung und das Hinausschieben. Soweit die Fraktionsrunde. Jetzt hatte sich Herr Avenarius noch gemeldet. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich hatte ja schon zurückgezogen, aber ich würde jetzt gerne doch nochmal auf die Beiträge von Herrn Fleming und Herrn Zastow eingehen. Es ist doch vollkommen klar, um dieser Wohnungsnot zu begegnen, die in Dresden ist, braucht man nicht nur Aktivitäten einer neuen WOBA, sondern man braucht natürlich auch die Aktivitäten von allen anderen, die auf dem Wohnungsmarkt sich betätigen. Und es geht nun bestimmt nicht darum, den Genossenschaften in den Arm zu greifen oder auf die Hand zu hauen, wie Sie es gesagt hatten. Und es geht auch nicht darum, Grundstücke zu bunkern. Es geht hier darum, und da ist bei Ihnen beiden ein bisschen die Fantasie durchgegangen, es war ja ganz lustig, aber es hatte sich immer mehr von dem Antrag entfernt. Es geht einfach nur darum, ob man in einer sehr, sehr kurzen Frist eine Prüfung vornimmt, welches dieser Grundstücke könnte für die WOBA geeignet sein. Und das muss Vorrang haben, sonst kriegen wir die WOBA überhaupt nicht hin. Und zweitens, welches dieser Grundstücke könnte man für die Flüchtlingsunterbringung nutzen? Auch da
unbestreitbar nach diesen ganzen Debatten, die wir hatten, dass eine solche Prüfung sinnvoll ist. Und wir hoffen, dass die Prüfung ganz, ganz schnell abgeschlossen sein wird. Wir haben da großes Vertrauen in die Verwaltung, dass wir wirklich im April dann ein Ergebnis haben. Und dann verhandeln wir mit den Genossenschaften oder soll die Verwaltung verhandeln mit den Genossenschaften über die Grundstücke, die, bei denen wir nicht sozusagen diesen Vorgabehalt eingebaut haben. Und wir wollen, dass der Wohnungsmarkt wieder floriert. Und aus diesem Grunde ist es eine völlige Verkennung zu sagen, wir würden Grundstücke bunkern. So war es nicht. Nächste Wortmeldung, Herr Schmählich. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, verzögern, verhindern. Das ist ein gutes Stichwort, Herr Flemming. Wir haben uns bemüht, und es gab ja mal Zeiten, in der die CDU, zumindest war es ein Oberbürgermeisterkandidat, ja auch noch mal schnell 5.000 öffentliche Wohnungen bauen wollte, weil er es eingesehen hat, dass der Markt, verehrter Herr Sastrow, der eben nicht in jedem Segment in der Lage ist, Wohnungsnot zu lindern, egal ob ich ihm Grundstücke zur Verfügung stelle oder nicht, dass dieser Markt es eben nicht richten kann. Und dann hat sich die CDU davon verabschiedet, aktiv wieder zurückzufinden in die soziale Verantwortung eines sozialen Wohnungsbaus in der Landeshauptstadt Dresden. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, ohne hier dem Oberbürgermeister eine Unterstellung machen zu wollen, dass diese Vorlage durchaus auch dem Ziel der Verhinderung dienen könnte, nämlich des Verhinderns der Bereitstellung, ich habe vorhin die Zahl gesagt, immerhin von 22.000 Quadratmeter potenziell für den Wohnraum geeigneter Grundstücke. Damit die Grundlage zu entziehen für die absolute Notwendigkeit, nicht einfach nur Wohnungen zu bauen. Das können und wollen sicherlich und fraglos in einer guten Qualität auch Wohnungsbaugenossenschaften, übrigens auch private Investoren. Aber, und da darf ich das Verhalten der CDU im Ausschuss, Herr Krüger, ich gucke Sie jetzt mal an, wo Sie auf Ihrem Bildschirm schauen, daran erinnern, dass Sie nämlich im Ausschuss auch gesagt haben, naja, in dem Preissegment bis 9 Euro, da drängelt das ja nun nicht mehr so in Dresden. Sprich, also das, was man uns an diesen für diese Grundstücke für ein Mietsegment anbot, ist nicht das, um das es primär hier in Dresden geht. Jedenfalls nicht aktuell. Und ich glaube, öffentliche, in sozialer Verantwortung stehender Wohnraum, eine Wohnraumpolitik, muss im Auge haben, wie die Preissegmente aussehen, wie die Menschen in dieser Stadt leben, wie viel sie sich leisten können für Wohnungen. Und da wissen wir, dass insbesondere in dem Bereich, das Sie so vorhin so lächerlich abgetan haben, diese 6,50 Euro, ein Bereich ist, der zunehmend Notwendigkeiten der Schaffung neuen Wohnraums schafft. Und wir wissen, dass dies leider private Investoren nicht bedienen. Und wir wissen auch, dass dies Wohnungsbaugenossenschaften nicht bedienen können aufgrund ihrer Struktur. Ergo ist es die logische Konsequenz, wenn man aktive soziale Wohnraumpolitik in dieser Stadt betreiben will, dass man die Grundstücke, die uns gehören, die uns überlassen wurden von der Öffentlichkeit, sozusagen zur treuhänderischen Verwaltung, auch sorgsam prüft, ob sie genau für diese Aufgaben geeignet sind. Und deshalb ist alles andere politische, naja, ich sage mal nicht Demagogie, aber der Versuch eigentlich, die staatliche oder die städtische Enthaltsamkeit auf dem Gebiet der Wohnungspolitik fortzusetzen. Das werden wir nicht mitmachen. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir doch vor. Herr Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, vielen Dank für die bisherigen Diskussionen und Belehrungen. Es geht auch wirklich darum, dass wir hinterfragen müssen, warum Sie jetzt dieser Vorlage nicht zustimmen wollen. Da ergeben sich natürlich irgendwelche Fragen, dass Sie den Genossenschaften nicht zutrauen, im öffentlichen Interesse zu handeln, dass Sie gegebenenfalls auch kein Vertrauen haben
in die Leistungsfähigkeit und auch kein Zutrauen in die Genossenschaften, zu sozialverträglichen Wohnmieten zu bauen. Das ist das eine. Und ja, und das sagen Sie nicht, wenn Sie nicht nur Ihre Parteiprogramme lesen würden, sondern vielleicht auch mal die Sächsische Zeitung vom 21. Januar. Und zwar steht da ganz konkret, dass altengerechtes Wohnen für 6,50 Euro kalt seitens der Wohnungsgenossenschaften möglich ist. Natürlich mit ein paar gewissen Voraussetzungen, dass die flankiert werden von einer sozialen Wohnungsbauförderung vom Land. Und das sind natürlich dann entsprechend, ja, klatschen Sie in der... Ja, Sie sind leider noch nicht mit dabei und Sie werden es auch nicht schaffen, aber zumindest ist da auf jeden Fall SPD und CDU angesprochen. Und hier ist eine Garantie und ein Versprechen seitens der Genossenschaften, dass dieser Kaltmietpreis von 6,50 Euro für 10 Jahre festgehalten wird. Wenn das mal kein Angebot ist für Bevölkerung, beziehungsweise auch wo Sie immer Altersarmut und andere sonstigen Probleme beklagen. Und dem stellen Sie sich entgegen. Und ich kann das absolut nicht nachvollziehen, dass Sie prüfen und abwägen. Das Prüfen und Abwägen, das haben wir bei ganz anderen Projekten hier in Dresden schon erlebt, die letztendlich zu gar nichts geführt haben. Und hier geht es einfach darum, dass Sie mal bitte Vernunft walten lassen, Genossenschaften. Die können sofort anfangen mit Bauen und Ihre Wohnungsgesellschaft, Ihre Kommunale, ist ein Hirngespinst. Die wird so und so nicht in Kraft treten, weil dazu gar nicht mehr das Geld fehlen wird. Danke. So, meine Damen und Herren, die Argumente sind ausgetauscht. Wir kommen zur Abstimmung. Wir haben einen Ersetzungsantrag interfraktionell, den ich zunächst abstimmen lasse. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung. Der Ersetzungsantrag hat 36 Ja-Stimmen bei 31 Nein-Stimmen und keine Enthaltung bekommen, wäre damit angenommen. Damit haben wir diesen Tagesordnungspunkt absolviert, sind beim nächsten